Guten Tag, mein Name ist Gabi Möhrigsmann und ich bin Landwirtin aus Melle bei Osnabrück. Und die Grüne Woche ist eigentlich immer, sind tolle Tage, dass man als Landwirtin mal miteinander, mit der Bevölkerung sprechen kann und eben nicht nur, dass über uns gesprochen wird. Ich bin heute eingeladen worden, um unser Stallkonzept Aktivstall für Schweine vorstellen zu dürfen. Eben auf der Demo habe ich viele Plakate gesehen. Wir wollen die Sau rauslassen, wir wollen Auslauf, wir wollen Stroh. Das zeigt mir ja, also es ist noch nicht jeder Vegetarier, sondern es geht um eine verbesserte Tierhaltung. Und deswegen danke, dass ich das heute mal vorstellen darf. Ich bin auf unserem Gemischbetrieb für die Schweine zuständig. Das ist unser Logo, Aktivstall für Schweine. Was verbirgt sich dahinter? Klar können wir Landwirte mehr Tierwohl. Ganz klar. Aktivstall für Schwein ist ein eigenes Konzept zwischen Bio und konventionell und mehr Tierwohl ist möglich, aber wir müssen es gemeinsam angehen und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also unsere Schweine, wir haben mit unserem Aktivstall für Schweine eine Erlebniswelt über 1500 Quadratmeter um jedes Tier aufgebaut. Unsere Tiere können sich über 12 verschiedene Bereiche mit Nord-, Süd-, Ost- und Westterrassen bewegen. Sie haben die Möglichkeit, das Bällebad aufzusuchen. Ja, das ist so mein Logo und ich stehe ich zu. Geiz ist geil, aber mehr Tierwohl ist dann noch mal bedeutend geiler. Ja. das ist die Westterrasse auf Stroh. Aktivstall für Schweine. Das Besondere ist, ich bin in der Tierhaltung, also in der Landwirtschaft geboren. Und mein Leben habe ich viel über Schweine gelernt. Aktivstall für Schweine ist ein Stallkonzept auch für jede Jahreszeit. Das heißt, das Schwein ist ein Liegekühler, kann nicht schwitzen. Neben Stroh kommen ihm aber auch kühlende Untergrund entgegen. Das ist die Nordterrasse. Die ist dann auf Betonboden und da haben wir dann auch die Duschen installiert. Eben die Westterrasse und die Ostterrasse und die Südterrasse sind auf Stroh. Das sind Badewannen. Über den ganzen Stall von 1500 Quadratmetern haben wir verschiedene Bademöglichkeiten und Duschmöglichkeiten installiert. Das ist der Duschraum, deswegen ist hier nicht so viel feste Fläche, dass das Wasser auch wieder weglaufen kann. Das ist die Wühlhalle. Die Wühlhalle wird jeden Tag abgemistet und jede Woche abgemistet und jeden Tag neu eingestreut. Und nach jedem Abmisten können wir die neu einräumen. Dann bauen wir Buden, wir bauen Strohburgen, wir bauen Verstecke, wir bauen Tunnel, immer mal was anderes. Aktivstall für Schweine steht für mehr Tierwohl, Transparenz und Genuss. Und Transparenz in der ganzen Kette, sprich bei uns als Landwirt, beim Schlachthof und auch bei der Verarbeitung. Man kann uns besuchen, das ist zum Beispiel eine Besuchergruppe. Zweimal die Woche habe ich Besuchergruppen und im Internet findet man uns aus Facebook, Instagram, YouTube und so weiter, Homepage. Da lade ich eigentlich jeden Tag ein Video hoch. Heute Morgen auch schon, bevor ich hier hingekommen bin. Das sind unsere Vermarktungspartner. Unter Glücksat findet man das bei Edeka und Dodenhof. Unter Kaliber, das ist der Online-Shop. Für unsere Konzeptentwicklung Aktivstall für Schweine haben wir im letzten Frühjahr den Innovationspreis Tierwohl gewonnen. Da haben wir uns sehr gefreut und da zeige ich euch jetzt mal ein Video nochmal. Aber ich muss ganz klar sagen, mehr Tierwohl ist möglich, aber wir brauchen euch. Wir brauchen den Kunden, wir brauchen den Lebensmitteleinzelhandel und wir brauchen eine ehrliche Kommunikation im Lebensmitteleinzelhandel, ohne Etikettenschwindel, mit einer klaren Kennzeichnung. Wir brauchen Verkäuferinnen, die kommunizieren können, was wir Landwirte produzieren. Und deswegen machen wir auf unserem Hof auf Verkäuferinnen-Schulungen, damit die euch erzählen können, was ich vorne im Stall eigentlich so mache. Ja, ich danke euch ganz recht herzlich. Ich habe auch noch Karten mit, wer uns mal besuchen möchte, wer mich im Internet finden möchte, wer noch Fragen hat und habe auch Infomaterial von unseren Vermarktungspartnern mit. Und über euer Interesse würde ich mich total freuen, denn nur mit unseren Kunden ist es möglich, dass ich das unseren Tieren auch in Zukunft bieten kann. Ohne euch geht es nicht. Und dafür kämpfe ich mit all meiner Leidenschaft, die ich in mir habe. Dankeschön. Konventionellen Haltung kombinieren.
Da möchte man fast zum Schweinchen werden. Vielen Dank.